Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Feldexkursion. Nach der Ernte ist die erste Bodenbearbeitung entscheidend, dass alle Getreide- bzw. Rapssamen keimen und zum Auflaufen kommen. Ziel ist es, möglichst alle Samen müssen keimen. Denn gequollene, aber nicht gekeimte Samen können unter Umständen in die ewige Keimruhe fallen. Im Raps sind 10 Jahre und mehr möglich. Und wenn wir uns dann vorstellen, dass beispielsweise 50% Durchwuchsraps in dem aktuellen neuen Rapsbestand stehen, dann sind auch mal bis zu 30% Ertragsminderung die Folge. Also ist es wichtig, jetzt nach der Ernte darauf zu achten, dass die ganzen Ausfallsamen auch keimen. Was können Sie tun, um ein frühes Auflaufen zu ermöglichen? Erstens, vermeiden Sie Kaffhaufen. Falls doch mal einige entstanden sind, dann reißen die diese auseinander. Nicht unbedingt mit einer Scheibenegge oder breiten Grupperscharen, sondern nutzen Sie vielleicht einen Striegel oder eine Egge. Als nächstes sollten eben Getreidekörner flach mit feuchtem Boden abgedeckt werden, beziehungsweise der Lichtkeimer Raps muss das nicht unbedingt. Wenn dann eben diese Körner auflaufen, Pflanzen da sind, etwas Grünes sichtbar ist, planen Sie eine zügige, weitere flache Bodenbearbeitung ein. Besonders eben nach einer frühen Ernte sind durchschnittlich mehr Bodenbearbeitungsgänge notwendig, weil sonst ist irgendwann die Ausfallgerste so hoch und zieht einfach nur Wasser und die bevorstehende Aussaat ist dann nicht mehr optimal möglich. Eine tiefe Bodenbearbeitung können Sie unter Umständen direkt vor der neuen geplanten Aussaat durchführen. Aber zum Ende hin doch noch einen kleinen Tipp für Rapsbauern. Steht Ihr Rapsbestand noch, beziehungsweise haben Sie hohe Stoppeln gemäht? Dann schauen Sie bei Gelegenheit sich doch mal Ihren Rapsbestand an. Sehen Sie schwarz-braune Flecken an den Stängeln? Was könnte das sein? Ich vermute ein später FOMA-Befall. Sehen Sie silbrige Flecken, dunkle Wurzeln? Wie sehen die Schoten aus? Alles das und mehr schauen wir uns in der nächsten Sendung an. Bis dahin, tschüss!